Moin, mein Name ist Julia von Thomas Electronic und im heutigen Video werde ich euch die Stehleuchte Parrot von Tobias Grau vorstellen. Parrot ist eine kabellose, das heißt mobile Akkuleuchte, die höhenverstellbar ist, einen schwenkbaren und drehbaren Kopf hat und über ein sehr berührungsempfindliches Touchpanel stufenlos dimmbar ist und somit ein wunderschönes Ambiente in all eure Räume bringt. Ich habe mich tatsächlich auch schon des Öfteren gefragt, wie Tobias Grau auf die Namensgebung der Lampen kommt. Hier in diesem Fall bedeutet Parrot ja in der Übersetzung Papagei und ich habe mich echt mal mitreißen lassen und im Internet bei YouTube Papagei eingegeben. Da kommt man auf sehr interessante und witzige Videos. Alles in allem kann man wahrscheinlich sagen, Papageien sind super clevere, farbenfrohe Wesen, die sich mittlerweile in vielen Metropolen niedergelassen haben, die langlebig sind und die echt einen guten Vibe mit sich bringen und ich denke, das tut diese Leuchte auch. Die Lampe hat ein ganz minimalistisches Design. Im Grunde hat sie einen runden Fuß, einen runden Leuchtkopf und einen teleskopartig ausziehbaren Stiel, den man auf jeder Höhe arretieren kann und genauso einfach wieder runterfahren kann. Um den Akku der Lampe zu laden, stellt ihr sie auf den mitgelieferten Ladestein. Das ist dieses kleine Etwas hier. Der hat zwei Kontakte, die dann ganz automatisch sich sozusagen mit dem Lampenfuß verbinden, den Akku dabei aufladen. Es gibt ein 1,50 Meter langes Kabel und einen USB-C-Anschluss. Das ist ganz praktisch, der ist schlank genug, um mehrere nebeneinander in die Steckdose zu stecken, damit man sich nicht in die Quere kommt. Und wie ihr seht, ist es ganz simpel. Ihr müsst im Grunde nur die Lampe mittig auf den Ladestein setzen. Der findet seinen Kontakt ganz automatisch. Direkt unterhalb des Lampenkopfes befindet sich das Touchpanel, mit dem ihr die Lampe an- und ausschaltet. Und jedes Mal, wenn ihr das tut, kriegt ihr eine kleine Info über den Ladezustand des Akkus. Und genauso wie ihr sie hier an- und ausschalten könnt, ist das der Ort, um sie zu dimmen. Entweder hoch oder runter und das Ganze geschieht stufenlos. Der Lampenkopf hat einen Neigungsgrad von etwa 30 Grad und ist um 310 Grad drehbar, also quasi einmal fast um seine eigene Achse. Genauso wie das Licht stufenlos dimmbar ist, ist auch die Höhe der Lampe stufenlos einstellbar. Dazu fahrt ihr sie einfach auf die gewünschte Position und klickt sie ein. Der Lampenfuß hat einen Durchmesser von 28 cm und dann kommt unser sozusagen Teleskopstiel, den kann man von 98 bis 140 cm ausziehen, das heißt, der ist um 42 cm höhenverstellbar und der bewegliche Leuchtenkopf ist im Durchmesser 15 cm. Und was das Gewicht betrifft, wiegt die Parrot 2,7 Kilogramm. Das ist leicht genug, um sie hin und her zu tragen, aber auch schwer genug, dass sie stabil stehen kann. Ich finde noch ganz schön zu erwähnen, dass Parrot die erste Leuchte ist, die Timon und Melchior Grau für ihren Vater entworfen haben, beziehungsweise für das Unternehmen. Und die beiden studieren Kunst an der Städelschule in Frankfurt. Und seit 2018 ist die Lampe auf dem Markt, hat mittlerweile auch schon 3 Designpreise gewonnen, also es ist einfach ein sehr schönes Stück und ich finde, das gehört echt nochmal erwähnt. Insgesamt gibt es die Leuchte Parrot in 4 Farbvarianten, nämlich in Black, in White, in Light Blue und in Orange. Abschließend kann ich nur sagen, wenn ihr Freude an tollem Design und hochwertig verarbeiteten Leuchten habt, dann merkt euch den Namen Tobias Grau. Die Lampe Parrot bringt auf jeden Fall gute Vibes und schöne Energie in eure Räume. Die ist mobil, flexibel, super schön, kann einfach nur als Licht- oder Kunstobjekt im Raum stehen, aber genauso gut an verschiedenen Orten verwendet werden. Sie ist durch ihre Höhenverstellbarkeit vielseitig einsetzbar. Ihr könnt sie als Nachttischlampe benutzen oder im Atelier, am Arbeitsplatz, wo immer ihr möchtet. Tragt sie mit euch. Sie ist mobil und flexibel und ja, es ist echt eine Lampe, die Spaß macht und ich finde es auch super nice mit den verschiedenen Farben, also auch Light Blue oder Orange sind einfach total die schönen Hingucker. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und für eure Zeit. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Vielleicht seid ihr sogar auf den Geschmack von Tobias Grau Lampen gekommen. Ich gehe eigentlich stark davon aus. Wenn ihr Lust habt, euch persönlich überzeugen zu kommen, schaut in unserer Ausstellung vorbei. Da könnt ihr alle Lampen anfassen, ausprobieren, euch vertraut machen,
Mega, wir sind jederzeit für euch da. Kommt einfach rum. Außerdem freuen wir uns jederzeit auch über eure Kommentare und Likes. Ihr könnt unseren Kanal abonnieren und das Glöckchen aktivieren, damit ihr keine weiteren Videos verpasst. Und ja, ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Und ich zappel schon wieder ganz viel. Wie? Was? Wo? Löscht das. Doch. Der Satzende. Wo ist der Satzende, Alter? Jetzt habe ich es wieder vergessen. Damn it. Okay, ich mach's wie immer. Und ich habe mich des Öfteren schon gefragt. Hallo. Lächeln. Habe ich so ernst geguckt? Voll konzentriert. Ich wollte noch mal sagen. Hast du gelöscht? Oder hebst du alles auf? Man weiß ja nie. Es bleibt alles da. Was ich auch noch erwähnenswert finde, ist, dass Parrot, jetzt bist du an die Kamera gestoßen, ne? Das geht so nicht. Ein weiteres Feature, das ich euch natürlich nicht unterschlagen wollte, ist, wenn ihr bei der nächsten Karaoke-Party kein Mikrofon zur Hand habt, You Lonesome Tonight oder In the Ghetto, kann euch natürlich auch Parrot beim Love Me Tender singen eine schöne Unterstützung sein. Und Beleuchtung gleichzeitig. Also viel Spaß. Oh, touch-sensitiv. Ciao.